Missionsziele. Die Zielauswahl. In Brink geht es vor allem darum, gemeinsam Missionsziele zu erfüllen. Auf dem Schlachtfeld kannst du dir schnell die wichtigsten Missionsziele ansehen, indem du Tab drückst. Du kannst durch Festhalten von Tab die Zielauswahl aufrufen, die eine Liste der verfügbaren Missionsziele enthält. Das wichtigste Missionsziel steht in der Auswahl immer oben. Wähle ein Missionsziel aus und lasse dann Tab los, um es für dich zu aktivieren. Zudem erscheint eine Markierung auf dem Radar und deine Teammitglieder erfahren automatisch deine Absichten. Für das Abschließen von Missionen gibt es Bonus-XP. Zerstörungsmissionen. Soldaten müssen mit dem Ziel interagieren, um Sprengsätze zu legen. Die Ladung muss von feindlichen Technikern beschützt werden, bis sie explodiert. Bau- und Reparaturmissionen. Nur ein Techniker kann Bau- und Reparaturmissionen ausführen. Der Techniker muss mit den meisten Zielen für einige Sekunden interagieren, um den Prozess abzuschließen. Techniker desselben Teams können sich anschließen und den Prozess beschleunigen. Manche sekundären Baumissionen können durch Sprengsätze zunichte gemacht werden und müssen dann von vorne begonnen werden. Hackermissionen. Ein Agent muss mit dem Ziel interagieren, um das Hackgerät anzubringen. Der PDA sowie das Hackgerät zeigen den Fortschritt des Hacks an. Während des Hackens kann sich der Agent innerhalb der Signalreichweite frei bewegen. Eine niedrige Signalstärke verlangsamt den Hackfortschritt. Jeder Agent desselben Teams, der mit dem Gerät interagiert, beschleunigt den Fortschritt. Du kannst den Hack jederzeit abbrechen, indem du eine andere Aktion ausführst. Der Hack wird auch abgebrochen, wenn du dich zu weit entfernst, niedergeschlagen, ausgeschaltet oder getötet wirst. Das Hackgerät muss vor gegnerischen Technikern geschützt werden. Diese können mit dem Hackgerät interagieren, um deinen Hack umzukehren. Wenn die Fortschrittsanzeige auf Null fällt, wird das Hackgerät entfernt. Eskortierungsmissionen. Bei Eskortierungsmissionen bewegt sich das Ziel nur, wenn ein befreundeter Spieler in seiner Nähe ist. Ist dies nicht der Fall oder wird das Ziel außer Gefecht gesetzt, bleibt es sofort stehen. Wurde es außer Gefecht gesetzt, muss es repariert oder geheilt werden. Der Zustand eines VIPs oder Entschärferbots wird über ihm angezeigt. Sunnys müssen menschliche Escort-Ziele wiederbeleben, bevor sie ihre Gesundheit buffen können. Um Bots müssen sich Techniker kümmern. Verteidiger können eine Eskortierung behindern, indem sie Feinde in der Umgebung besiegen oder das Ziel direkt angreifen. Wurde das Ziel außer Gefecht gesetzt, müssen die Verteidiger das Gebiet vor dem Gegner schützen. Ausgeschaltete Escort-Ziele können nicht vernichtet werden. Liefermissionen. Bei Liefermissionen muss ein Mitglied des Angreiferteams ein Objekt zu einem Standort auf der Karte bringen und eine einfache Interaktion ausführen. Wird dieser Spieler ausgeschaltet, lässt er das Objekt fallen. Es kann von einem anderen Angreifer aufgehoben oder einem Verteidiger zurückgeholt werden. Kommandoposten. Alle Karten enthalten neutrale Kommandoposten. Durch Erobern dieser Posten kann das Team, dem dies gelingt, Boni sammeln. Kommandoposten bieten zudem eine gute Position, um die Klasse oder Waffen zu wechseln und Munition aufzufüllen. MG-Nester. Techniker können Missionen annehmen, MG-Nester auf dem Schlachtfeld zu platzieren. MG-Nester überblicken strategische Punkte und verfügen über unbegrenzte Munition. Sind sie zu lange im Einsatz, können sie jedoch heiß laufen. Wache stehen. Die Wachmission ist zu jeder Zeit verfügbar. Spieler beider Teams werden in Schlüsselgebiete beordert, um Teammitglieder zu unterstützen, die die Hauptmission ausführen. Solange sie sich in dem Gebiet befinden, erhalten Spieler auf Wachmission kontinuierlich XP.